Es war einmal ein kleiner Ort namens Furtwangen. Wie aus einer kleinen Gruppe von Uhrmacherschülern unsere heutigen fleißigen 3500 Studenten wurden, erklärt uns Herr Graf vom Deutschen Uhrenmuseum. Ich bin seit 15 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der Hochschule in Furtwangen. In dieser Zeit hat sich das Städtle, wie es viele nennen, doch gewaltig verändert. Doch fangen wir von vorne an. Im Jahre 1850 hatten die Uhrmacher Schwierigkeiten, ihre Uhren auf dem Weltmarkt zu verkaufen. Durch die großen Uhrenfabriken in den USA kam es zu einer Krise. Um den Markt im Schwarzwald wieder konkurrenzfähig zu machen, wurde ein Förderverein gegründet. So entstand die erste Uhrmacherschule, um die Qualifikationen der Uhrmacher zu steigern. Gründungsdirektor war Robert Gerwig. Bereits 1891 wurde die Ausbildung Elektrotechnik angeboten. Aus der kleinen Uhrmacherschule wurde bereits eine staatliche höhere Fachschule für Groß- und Taschenuhrmacherei, Feinmechanik und Elektromechanik. Aus der staatlichen Ingenieursschule wurde später die Fachhochschule Furtwangen. In den folgenden Jahren wurden immer mehr Studiengänge eingeführt. So entstand unsere HFU, wie wir sie heute kennen, mit rund 3500 Studenten. Als ich nach Furtwangen kam, dachte ich, ich komme in die Provinz und muss da ganz schnell wieder weg. Aber meine Erfahrung im Uhrenmuseum war, ich habe hier so viele internationale Kontakte, wie ich vorher in Berlin oder in Braunschweig an den Museen niemals hatte. Uhrenmuseum ist die gute Stube, das Wohnzimmer der Hochschule, welches insbesondere internationalen Gästen präsentiert wird. Als Teil der Hochschule gibt das Uhrenmuseum allen Mitarbeitern und Studenten freien Eintritt. Seltsamerweise kommen viele Studenten aber gar nicht zu uns. Und das beginnt oder hat seine Wurzeln bereits ganz am Anfang des Studiums. Ihnen wird nämlich am ersten Tag schon erzählt, dass wer ins Uhrenmuseum kommt, nicht seine Bachelorarbeit besteht. Oh nein! Bestehe ich jetzt überhaupt noch irgendwas? Ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich persönlich wünsche mir, dass vielleicht noch etwas mehr Studenten ins Uhrenmuseum kommen, auch wenn sie ein bisschen Angst vor dem Fluch haben. Ich persönlich bin nicht ganz davon überzeugt. Doch was wird aus uns Studenten hier in Furtwangen in 50 Jahren? Was bringt uns die Zukunft? Bleibt am Drücker mit GLF TV.